Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Insgesamt überwiegen derzeit die guten Nachrichten auf dem Arbeitsmarkt. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bleibt positiv. Mit 30,5 Millionen haben wir den höchsten Stand an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Und im Dezember 2014 hat diese um noch mal knapp 600.000 gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Und auch Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Vergleich zum Vorjahr merklich gesunken. Noch deutlicher wird es am langfristigen Vergleich. Wir haben seit 2005 einen stetigen Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um über 4 Millionen. Die Arbeitslosenquote ist seit 2005 deutlich gesunken, von fast 12% auf knapp 7%. Und auch die Langzeitarbeitslosigkeit ist gesunken, von 4% im Jahr 2007 auf heute ungefähr 2,5%. Und vor allem die Systematik, die wir früher hatten, dass von Konjunkturzyklus zu Konjunkturzyklus die Sockelarbeitslosigkeit in Deutschland immer zugenommen hat. Diese Systematik haben wir durchbrochen. Das zeigt den Erfolg der Arbeitsmarktreformen, die Rot und Grün gemeinsam durchgesetzt haben. Und dazu hätten Sie in Ihrem Antrag auch was schreiben können. Herr Kollege Rosemann, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Podmer? Aber klar. Bitte schön, Frau Kollegin Podmer. Herr Rosemann, Sie haben ja gerade noch mal darauf hingewiesen, dass die Langzeitarbeitslosigkeit zurückgegangen ist. Haben Sie in Ihre Berechnung auch mit einbezogen, dass die Gruppe der Älteren, die nach § 58 ein Jahr, wenn sie ein Jahr kein Beschäftigungsangebot kriegt, einfach aus der Statistik ausgesteuert wird, wenn Sie diese Gruppe hinzuziehen, dann ist die Langzeitarbeitslosigkeit in den letzten Jahren um 0,6% zurückgegangen, während die Förderung der Arbeitslosen um 40% zurückgegangen ist. Ja, Frau Kollegin Podmer, ich will nicht verschweigen, dass es nicht in allen Gruppen so eine positive Entwicklung gibt. Aber Sie müssen auch dazu sagen, dass wir ja gleichzeitig mit den Arbeitsmarktreformen auch an anderer Stelle Reformen gemacht haben, dass Frühverrentungsmöglichkeiten abgeschafft worden sind und dass damit sehr viel mehr ältere Menschen im Arbeitsmarkt sind als vorher. Deswegen hat ja auch die Zahl der Beschäftigten zugenommen. Aber gleichzeitig sind damit natürlich, und dem Problem muss sich auch die Politik stellen, natürlich auch mehr Ältere von Arbeitslosigkeit betroffen. Aber das hat was damit zu tun, dass wir eben Wege der Frühverrentung übrigens gemeinsam und auch, finde ich, zu Recht damals auch geschlossen haben. Ich will auch ausdrücklich feststellen, dass der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit stagniert. Und viele langzeitarbeitslose Menschen profitieren eben nicht von der guten wirtschaftlichen Entwicklung und finden eben nicht zurück den Weg in den Arbeitsmarkt. Und die Vermittlerinnen und Fallmanagerinnen im SGB II sehen sich einer Kundengruppe mit zunehmend komplexen und verfestigten Problemlagen gegenüber. Und natürlich ist es unser Ziel, diesen Menschen wieder eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu geben. Dabei ist aber klar, es gibt eben nicht den typischen Langzeitarbeitslosen. Und so werden wir eben auch nicht die eine Maßnahme finden, die allen Langzeitarbeitslosen gerecht wird und alle wieder in den Arbeitsmarkt bringt. Vielmehr brauchen wir individuelle und passgenaue Förderung. Die alleinerziehende Mutter ohne Ausbildung und Probleme mit der Kinderbetreuung braucht eben andere Angebote als der ältere langzeitarbeitslose Bauarbeiter mit gesundheitlichen Einschränkungen. Und gerade hier gilt es, unser Förderversprechen, das wir mit dem SGB II gegeben haben, umzusetzen. Und hierfür brauchen wir bessere Rahmenbedingungen für Beratung und Betreuung in den Jobcentern und flexible, passgenaue Antworten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wie Sie sehen, liegt Ihre Problemanalyse und meine Problemanalyse nicht so weit auseinander. Und unsere Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat im Gegensatz zu dem, was Sie hier darstellen, genau dieses Problem erkannt und setzt mit ihrem Konzept zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit genau dort an. Das vorgelegte Konzept unterstützt die Jobcenter dabei, auf die vielfältigen Problemlagen ihrer Kundinnen und Kunden individuell und passgenau zu reagieren. Wir verbessern die Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Jobcentern durch bessere personelle Ausstattung. Ich erinnere nur an die 1000 Stellen 50 plus, die im Programm bleiben, die für die Aktivierungszentren zur Verfügung stellen. Wir stabilisieren das Personal. Wir setzen auf Personalentwicklung und Qualifizierung. Wir
werden das Vergaberecht weiterentwickeln, damit Qualität eine größere Rolle spielt bei den Vergaben. Wir statten die Jobcenter finanziell besser aus. Es ist schon angesprochen worden, unter Schwarz-Gelb wurden Eingliederungstitel und Verwaltungstitel immer weiter gekürzt. Das haben wir umgekehrt. Für 2015 stehen wie bereits für 2014 350 Millionen Euro Restmittel zur Verfügung. Und die Pro-Kopf-Ausgaben für Eingliederung und Verwaltung erreichen im Jahr 2015 übrigens erstmals seit 2010 wieder mehr als 2.000 Euro. Und wir ermöglichen passgenaue Lösungen durch engere Verzahnung von Arbeitsförderung und Gesundheitsförderung, durch gezielte Akquise von Stellen für Langzeitarbeitslose mit begleitendem Coaching und Nachbetreuung und durch das schon mehrfach angesprochene Programm Soziale Teilhabe für Menschen, die derzeit keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Und richtig ist, meine Damen und Herren, mehr als die Hälfte der arbeitslosen SGB-II-Empfänger hat keine Ausbildung. Und natürlich sind hier Weiterbildung und Qualifizierung wichtige Stellschrauben. Ich will aber darauf hinweisen, dass wir den Paradigmenwechsel eben schon eingeleitet haben. Das zeigen beispielsweise die Programminitiative Spätstarter gesucht. Da machen wir weiter. Und es zeigt auch, dass Themen, die Sie in Ihrem Antrag zu Recht angesprochen haben, wie die Weiterbildungsprämie, auf der Tagesordnung dieser großen Koalition stehen. Liebe Frau Podtmann, Sie ähneln wieder einmal dem Hasen in dem Märchen vom Hasen und vom Igel. Ich muss Ihnen sagen, da, wo Sie hinlaufen, sind wir schon. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort Dr. Astrid Freudenstein.